Ob als kleine grüne Männchen oder wie Hollywood sie gerne darstellt, als katzenäugige Fischmännchen. Um das Aussehen von Außerirdischen ranken sich Mythen und Geschichten. Wie stellen die Hannoveraner sich das Leben von einem anderen Planeten vor? Ich gehe heute in der Fußgängerzone nachfragen. Im Moment überhaupt nicht. Glauben Sie nicht dran? Ich glaube schon dran, aber wäre noch zu weit weg. Da fehlen noch ein paar Sachen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es außerirdisches Leben gibt und dass sich halt, genau wie es auf der Erde eben auch entwickelt hat, auch außerirdisches Leben auf einem anderen Planeten entwickelt hat. Aber ich stelle es mir ähnlich vor wie hier. Also keine Aliens, irgendwelche grünen Männchen, sondern wirklich dann vielleicht menschenähnliche Gestalten. Für mich gibt es kein außerirdisches Leben als Christ. Ja, merkwürdig auf jeden Fall und irgendwie spacig und alles so cybermäßig. Das ist Quatsch. Wow. Gibt es gar nicht? Wüsste ich nicht. Also ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich glaube schon, dass es außerirdisches Leben gibt. Aber wie ich mir das vorstellen kann, also auf jeden Fall eine perfektere Welt als das, was wir hier, als das Chaos, was wir hier auf der Erde sehen. Stelle ich mir eigentlich gar nicht vor. Ich denke mal, das gibt's gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwo auf einem anderen Planeten noch Leben geben soll. Entspannt, so auf anderen Planeten viele verschiedene Organismen. Kein Orgasmus, Einzeller oder sowas. Anders als wir. Bestimmt auch die Leute sehen anders aus als wir. Völlig anders. Wahrscheinlich sind es Maschinen. Habe ich gerade gestern im Fernsehen gesehen. Also eigentlich genauso wie hier auch. Es wird sich nicht anders darstellen wie als hier in Deutschland oder auf unserer Welt. So wie im Fernsehen, so wie man das kennt. So grün, hässlich und komische Köpfe, schwarze Augen. Ja, und ganz dünn und lang. Vielleicht sowas Ähnliches wie Menschen. Auch Denkendes, auch Sprechendes, aber genau weiß ich nicht. Habe ich überhaupt keine Vorstellung von, weil ich meine, menschliches Leben wird es nicht geben. Es sind sicherlich andere Sachen, aber habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Die meisten Hannoveraner können sich unter außerirdischem Leben eigentlich gar nichts vorstellen. Entweder sie glauben nicht dran oder sie haben sich einfach über das Aussehen noch keine Gedanken gemacht. Wenn Sie ein Bild haben von Außerirdischen, ist dieses meistens aus der Film- und Fernsehwelt beeinflusst.